Wichtig ist natürlich neben der Frage der Alternativen einer Behandlung, ist es eben auch wichtig, wo und unter welchen Umständen die Behandlung stattfindet. Und insbesondere bei Operationen ist es natürlich wichtig zu wissen, wie ist das Umfeld, wie werden zum Beispiel Hygienestandards eingehalten. Aber dann spielt neben der Qualifikation des Arztes im eigentlichen Sinne auch die Qualifikation des OP-Personals beispielsweise eine Rolle und auch des Hilfspersonals, was eben zum Beispiel für Hygiene eine ganz wesentliche Voraussetzung ist. Wichtig ist auch die Frage, wo findet die Nachbehandlung statt? Wie werden Termine gemacht? Und wie kann der Patient im Falle von Komplikationen den Arzt erreichen? Bestenfalls natürlich rund um die Uhr. An welcher Stelle können gegebenenfalls Komplikationen behandelt werden? Und natürlich muss man auch wissen, wie lange man sich einstellen muss, dass man gegebenenfalls nicht arbeiten kann oder bestimmte sportliche Aktivitäten nicht durchführen kann, ob es Notwendigkeiten für bestimmte Verbände, für Kompressionskleidung beispielsweise gibt, die dann natürlich den Aktionsradius oder auch die körperliche Beweglichkeit beispielsweise ein wenig einschränken können.